Ja, also ungefähr vor einem guten Jahr hat sich mein gutes Nachwuchspferd leider irgendwie nicht so wie gewünscht weiterentwickelt, sondern die Entwicklung blieb so ein bisschen auf der Stelle stehen. Beim Reiten fühlte er sich irgendwie unwohl, zog nicht richtig ran, hat immer weiter abgenommen, wollte überhaupt nicht mehr Kraftfutter fressen und das Fell war total stumpf und ja, wir haben uns im Kreis gedreht und es war irgendwie echt frustrierend, obwohl wir uns so viel Mühe geben und ja, immer alles getan haben, dass es ihm möglichst gut geht und so, aber es funktionierte einfach irgendwie nicht. Und dann haben wir ihn von oben bis unten vom Tierarzt untersuchen lassen und es stellte sich eben raus, dass er Magengeschwüre hatte. Ja, und dann hat er zunächst erstmal eine Gastrogard-Kur bekommen und dann war uns aber wichtig und es war irgendwie auch von Anfang an klar, Magengeschwüre können leider zu jedem Zeitpunkt eben wiederkommen, dass wir irgendwas zur Vorsorge tun müssen. Und dann bin ich zum Glück auf GNF gekommen und seitdem bekommt er eben morgens und abends immer 25 Milligramm GNF dazu gefüttert. Jetzt, seit es ihm wieder so gut geht, oder seit einem Jahr, jetzt toi toi toi, oder in einem knappen Jahr geht es ihm wieder total gut. Er hat total zugenommen. Sobald man an die Futterkiste geht, tritt er schon gegen die Boxentür und kann sein Kraftfutter kaum erwarten, so wie es ja auch sein soll. Hat wieder zugenommen, das Fell glänzt wieder und er ist insgesamt einfach irgendwie glücklicher. Und auch beim Reiten ist er jetzt ganz losgelassen, geht wieder schön über den Rücken, zieht richtig ans Gebiss ran und entwickelt sich auch weiter, so wie man das braucht und so wie man es sich wünscht. Und deshalb bin ich total froh, dass wir eben gerade aus Vorsorgegesichtspunkten eben auch GNF füttern können, dass wir einfach nicht normal in so eine Situation kommen, dass er eben Magengeschwüre hat und sich damit so unwohl fühlt.